habe die Ehre. Ich bin's, der Bierger. Tja, ich hab's mal gesagt. Ich mache eine wenig eine Pause mit Leiderschein. Aber kennst du das, wenn du in einem Bewerbungsgespräch zum Beispiel so Sachen gefragt wirst wie: Ja, ich hab Bierger. Jetzt sagen Sie mal, was haben denn Sie so für Schwächen? Dann hab ich leider das Problem, dass ich so Sachen sagen muss wie: Ich kann mein Futz nicht halten. Deppelzeit ist ja jetzt gegangen, wenn du gemeint hast, dass die Geschichte... Kita gegen Indianerkostüme. Rassismus! Der dümmste Dreck war, den du während der Forschungszeit anhören hast müssen. Ha! Dann habe ich leider eine schlechte Nachricht für dich. Geschmacksexplosion Leberkäskrapfen. Leberkäskrapfen. Ich wiederhole, weil sonst glaubst du es nicht. Leberkäskrapfen! Gut, ich gebe zu. Ersten Moment. Habe ich mir nichts gedacht dabei. Ist es der 4685. Vollidiot, der irgendwie Aufmerksamkeit suchen versucht, irgendwie auf irgendeine Art und Weise einen Leberkäse zu vergewaltigen? Aber nach 5 Minuten war's scheiß Internet voll davon! Leberkäskrapfen hier, Leberkäskrapfen dort, Leberkäskrapfen, 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 Leberkäskrapfen everywhere! Und die einzige Frage, die mir ich stelle dabei ist: Warum? Ja, sowas hat's noch nie gegeben. Weil es der Renner ist zurzeit, also weil es irgendwie jeder macht. Jawohl! Und genau das sind dann die Leute, die reinweiß verrecken, weil sie Waschmittelpads fressen. Weil das macht auch jeder irgendwie. Und ich hab niemals, niemals gemeint, dass ich den Satz jemals brauchen könnte in meinem Leben. Aber nicht ohne Grund hat der Mann schon immer gesagt: Und will die anderen dieser Programme springen? Springst du dann noch? Kein Weg ist zu weit. 90 Kilometer. 200. 250 Kilometer. Sie Vollidioten von 200 Kilometer für einen scheiß Krapfen? Das kannst du nicht ausdenken, Alter. Das kannst du dir nicht ausdenken! Und 5 Minuten später posten sie dann so nachdenkliche Sprüche wie: Ja, wir müssen unsere Umwelt für unsere Kinder, bla bla. Ich bin eine fette Putte, bla bla. Geh halt doch dann dein Futzen! Süßer Senf, fertig. 2,90 Euro. Und dann kostet diese Scheiße 2,90 Euro. 2,90 Euro! Weiß ich nicht, beiß ich mir da 10.000, wenn ich draufbeiß, weil ein Goldbarren drin ist, ein Staubmarmelade. 2,90 Euro! Oder wirft sie da einen aus Afrika importierten Blutdiamantenpuderzucker auf? Ich weiß doch auch nicht! Der Mist hat sogar bis in Bildzeitung geschafft! Kennen Sie den Leberkäskrapfen? Nein! Ich habe noch nie das Bedürfnis gehabt, dass ich ihn kennenlernen! Erfunden hat ihn ein Bäcker aus dem bayerischen Miesbach. Erfunden! Wie muss ich mir das vorstellen? Hat sich der Daniel Düsentrieb 14 Monate lang im Keller eingesperrt und nichts gefressen und gesoffen, bis er diese geistreiche Raketenwissenschaftler-Sensation erfunden hat? Jawohl! Gibt's doch dem Mann einen Friedensnobelpreis, weil ich glaube, dass sein Krapfer Krebs und AIDS heilen kann! Aber gut, jetzt chillen wir deine Kniescheiben, habe ich mir gedacht. Jetzt tun wir erst einmal Folgendes. In Miesbach gibt's jetzt Leberkäskrapfen. Gut, sind wir gnädig. Erst probieren wir ihn, bevor wir uns die Pulsadern aufschneiden. Und bevor jetzt wieder alle am Rall dran. Birger, hast du den wirklich gegessen? Nein! Wenn ich mich umbringen möchte, schneide ich mir der links noch den Arm auf oder mache einen Auerbach von der Isarbrück. Aber nicht ins Wasser. Aber ich kenne jemanden, der ihn probiert hat. Probieren mal, wie er schmeckt. Also, ich sage jetzt mal, es schmeckt sehr interessant. Also. Klausi! Das ist übrigens der von der bayerischen Trinksprüch-Facebook-Seite. Special Greets. Ich kann jetzt den Geschmack nicht richtig beschreiben, aber sehr interessant. Alles richtig gemacht, Klausi! Weil wir alle wissen, schmeckt interessant! Ist die kleine Schwester von schmeckt nach Affenarsch! Würdest du ihn nochmal kaufen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Und wie wir ebenfalls alle wissen, wohnt, ja, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, in der Friss dein Scheiße noch selber! Strauß!
Respekt, Klausi, dass du da so zusammengerissen hast. Ich glaube, ich hätte es offen im Tierpark gemacht und hätte angefangen mit meinem Scheißdreck in der Weggeschichte umeinander zu schmeißen. Und natürlich war das noch nicht alles, weil dann kämen 100 Abkömmlinge von irgendwelchen super kreativen, super lustigen Leuten, wie zum Beispiel der Weißwurstkropfer, der Brotwurstkropfer, der Gorsmaskropfer, der schmeckt euch dazu in den Schaum von der Gorsmas beißen. Ja, wer will denn das? Handkäsekropfer, Mettkropfer, Prosecco-Kropfer. Weil wir sogar bei der Scheiße noch politisch korrekt und tolerant sein müssen. Hey, weißt du was? Ich hab auch eine gute Idee. Wie war's mit dem Dichtfutzenkropfer? Herzlich willkommen zu Birgers Kochstudio. Heute habe ich wirklich was ganz was Hervorragendes für euch. Dichtfutzenkropfer. Als erstes richten wir unsere auserlesenen Zutaten her. Ein Kropfer. Dein Dichtfutzen. Und natürlich Muskatnuss. Mit einem IQ irgendwo zwischen 3 und 4 ist der dann auch ganz leicht zum machen. Da nimmst du erst einmal deinen Kropfer, nimmst exakt 3 Schritt Anlauf, steckst den Muskatnuss in den Arsch und den Kropfer in dein Sauto mit Dichtfutzen. Hashtag Sternico! Pitch! Ich sag's euch, wie es ist. Anscheinend war meine Arbeit die letzten 2 Jahre total für Katz und der Deppenberg kratzt langsam oben am und Zungenloch umeinander. Futzen voll, ich schleich mir jetzt, habe die Ehre. Und solange ich gehe, lasst jetzt ein Like und ein Abo da, ansonsten schmeiß ich da einen Gichtfutzenkopf in dein Saldo mit Gichtfutzen. So schaut das. Unfassbar!